Wir verdoppeln unser Wissen zu HIV und teilen es mit dir. Thema: Basiswissen HIV und AIDS, ein Projekt der AIDS-Hilfe Krefeld e.V. Das ist Lucy. Lucy hat viel über HIV gehört, aber wirklich Bescheid weiß sie nicht. Geht es dir auch so? Weltweit leben ca. 38 Millionen Menschen mit HIV, davon etwa 91.000 in Deutschland. HIV steht für Human Immunodeficiency Virus, was menschliches Immunschwäche-Virus bedeutet. HIV befällt Zellen des Immunsystems und bewirkt, dass diese Zellen neue Viren produzieren. Ohne HIV-Medikamente ist das Immunsystem irgendwann so geschwächt, dass es zu schweren und zum Teil lebensbedrohlichen Erkrankungen kommen kann. Dann spricht man von AIDS. AIDS steht für Acquired Immune Deficiency Syndrome, was erworbenes Immunschwächesyndrom bedeutet. Lucy war bisher nicht klar, dass HIV und AIDS nicht das gleiche ist. Doch wie kann HIV übertragen werden? Hauptsächlich wird HIV von Menschen übertragen, die keine Medikamente nehmen und ungeschützten Sex haben. HIV wird dann durch Körperflüssigkeiten übertragen, die besonders viele Viren enthalten. Dazu zählen Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit, Flüssigkeitsfilm auf der Darmschleimhaut und Muttermilch. Wichtig: HIV wird nicht übertragen durch Speichel, Schweiß, Tränen, Nasensekret oder Urin. Im Alltag kann HIV also gar nicht übertragen werden, egal ob beim Küssen, beim Handgeben oder beim Umarmen, auch nicht über das gemeinsame Benutzen von Geschirr oder Handtüchern. Übrigens, Menschen, die regelmäßig HIV-Medikamente nehmen, können das Virus nicht mehr übertragen. Lucy weiß, dass viele Menschen immer noch Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit HIV haben. Deshalb will Lucy ihr Wissen mit vielen Menschen teilen. Weißt du jetzt Bescheid? Dann sag es deinen Freunden, deiner Familie oder teile dieses Video über Social Media.